In grüner Bewegung. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trends in 3D, den Spitas. Heute ist ein spannender Tag. Wir sind in Buxin und Sie haben heute eine ganz besondere Aufgabe zu erledigen. Ja, bin ich mal gespannt, was das für eine Aufgabe sein wird. Fahren Sie unsere Ehrengast eine Baureihe 401 aus dem grünen Streifen zum Bahnhof Kassel und zeigen Sie den wartenden Eisenbahnfans diese seltene Lackierung. Ja, das wird heute unsere Aufgabe sein. Wir müssen erstmal natürlich unseren Zug warten, weil, wie ihr seht, stehen wir hier am Bahnsteig und müssen natürlich erstmal warten, bis der Zug auftaucht. Hier in Buxin, die Sonne scheint. Hoch am Himmel, zur besten Zeit, 12 Uhr mittags. Ah, da kommt er schon, unser ICE 1 im grünen Streifen, hinter der weißen Markierung stehen. So wie es sein soll. Muss ich nur gucken, bin ich zu weit nach vorne gelaufen oder fällt er jetzt hier? Na, könnte sogar reichen. Könnte sogar sein, dass ich ein Stück weit nach vorne laufen muss. So, dann steigen wir mal ein, würde ich sagen. So, schließen die Türe. Setzen wir uns hier hin. Freigabe verriegeln. Oder alle verriegeln. Machen wir das mal. Dann machen wir Signal auf Hell. Das Führerbremsventil auf Fahren. Und machen wir natürlich die Zugsicherungssysteme ein. Als die LZB, die PTC und die SIFA. Dann haben wir noch die Zuglichter einzuschalten. Die scheinen eigentlich soweit schon, das haben wir ja gerade gemacht. Genau. Ja, dann würde ich sagen, das haben wir jetzt auch aufgesperrt, freigeschaltet. Gut, dann sind wir los, bereit loszufahren. Wir werden weitere Anweisungen geben, sobald wir in der Nähe von Würzburg sind. Bieten wir eine großartige Show. Ja, das wollen wir natürlich versuchen. Dann noch Rot. Natürlich die AFB auch noch auf 40 stellen. Sonst hat es ja überhaupt keinen Wert. So, aber noch rot. Warum? Ist noch abgelehnt. Ah, deswegen wahrscheinlich. Da kommt nämlich der Gegen-CE. So, jetzt haben wir Freigabe. Guten Morgen, Kollege, beziehungsweise guten Tag. Morgen ist es ja wirklich nicht mehr. Dann können wir loslegen. Nächste Station, Würzburg. Ah, warum bin ich zu schnell?
Natürlich, weil wir Gleiswechsel fahren. Gottes Willen. Ja, da habe ich jetzt nicht aufgepasst wegen der Außenaufnahme. Wunderschön mit unserem ICE-1 mit grünen Streifen. Wunderschön. Wunderschön. So, jetzt haben wir was. Der LCC ist ja mittlerweile auch aufgenommen worden. Das ist sehr schön. Das heißt, wir können hier ruhig mal ein bisschen an den Anschlag gehen. Nochmal die Tiefe drücken, dann können wir das Rad abschließen. Gleiswechsel von denen nehmen. Dann werden wir dann gleich beschleunigen. Wahrscheinlich. Jetzt geht's los. 250 steht auf der LCB-Anzeige. Ich glaube, ihr seht es deutlich. Wunderschön. Gibt zu, es ist der Stärke kein Unterschied. Gebe ich gerne zu gestern, aber ich wollte euch auch die neue Lackierung des IC1 vorstellen. Von daher habe ich dazu entschlossen, sich das Szenario Spiel nochmal auf der Strecke Kassel-Würzburg. So, von Bugsee nach Kassel, wer weiß wie weit, 40 Kilometer, glaube ich, auf der Uhr. Und wir fahren 2,30 im Moment. Das wird sich aber gleich ändern.
So, und wenn wir uns Würzburg annähern, sollen wir ja eine Meldung abwarten und dann weitere Anweisungen abwarten. Wenn wir gespannt, was da auf uns zukommt. Was haben wir denn noch? 23 Kilometer. Müssen wir so ein bisschen aufpassen. Da müssen wir schnellstens früh genug das Fass wieder einschalten, damit wir die Meldung nicht verpassen. Kurz vor Würzburg. In der uns mitgeteilt wird, was wir als nächstes zu tun haben. Das ist ein bisschen diesig hier, fängt wahrscheinlich auch noch zu regnen, Wer weiß. ICE 3 mit Grünstreifen in Doppeltraktion. Auch nice. Oh, wir werden schon gebremst. Auf 2,50? Nee. Waren wir auf 2,80? Jetzt bin ich nicht mehr durch. Wir waren wahrscheinlich auf 2,80. Wir wurden jetzt auf 2,50 gebremst, vielleicht gleich 2,80. So. So, jetzt bleiben wir mal. Das war eingeblendet. Wer weiß, wann jetzt die Meldung kommt. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen hier. 2,30 gleich. LTB ist noch aktiv. 6,7 Kilometer macht dann wirklich schon in Würzburg.
So. Das wirst du genau aufpassen hier. So, wir werden weiterhin gebremst. 0 kann ich mir jetzt an sich nicht vorstellen, aber warten wir einfach mal ab, was passiert. Sollten vielleicht ein bisschen nachhalten hier. Warum bleibst du denn jetzt stehen, Herrgott? Ah, ey. Das wollte ich gerade eben nicht. Mensch! Mann, das wollte ich nicht. Ja, super. Mein Gott, das gibt's doch jetzt nicht. Warum fällt der jetzt nicht mehr los? Füllen wir mal das Heil. Jetzt geht's wieder. Das war das Problem. Die Bremse saß fest. Das war das Problem. Okay. Alles gut. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Der schwarze Knopf füllen. Dann geht's weiter. Ja, dann fahr auch. Ich weiß, es ist hier ein bisschen Anstieg. Aber das schaffst du, das genug PS. Sorry, das war jetzt keine Absicht. Die zweite war das nicht, ich denke, ich habe einfach zu fest gebremst. Das war einfach das Problem. Aber das passiert am besten.
dass man sich mal verbremst. Wir nähern uns jetzt Würzburg, fahren die langsam, damit die Leute Fotos machen können. Vergessen Sie nicht, dass das Nalons betätigen. Ja. Ja. 60, dann gehen wir mal runter auf 60, würde ich sagen, oder? Na gut, bleiben wir bei 80. 79. Wenn es schon heißt, dass wir langsam fahren sollen. Das dauert doch ein bisschen zu lange. So. Ich hoffe, dass das langsam, langsam genug. Wie langsam würdet ihr fahren? Oh, das ist sowieso. Jetzt ist alles zu spät hier. Krieg das hier wieder, weg? Herrgott, nochmal! Was ist hier los? So, 60. Ganz ruhig hier. Feste wollte ich doch gar nicht. Ach, Mensch! Sorry, das war so nicht geplant.
Zug Beeinflussung. So. Stimmt. Mit ein paar kleinen Bremsproblemen würde ich das von nennen, sind wir jetzt in Würzburg angekommen. Diesmal ohne Zwangsübe. Das ist doch mal was wert. Oh nein, nee. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Wegen 6 Meter. Ja, komm. So, gute Arbeit. Ich bin sicher, wir haben die Sonderlackierung mit Stolz getragen. Das will ich doch hoffen. So, haben wir die Türen jetzt geöffnet? Nee, ist auch egal. Das war das Szenario grüner Bewegung. Gold haben wir erhalten. Ich gebe etwas holprig zum Schluss, weil ich etwas zu fest gebremst habe. Ich versuche das in den Griff zu bekommen. Auf jeden Fall haben wir diesmal keine Zwangsübe bekommen am 500 Hertz Gerät und ich weiß mittlerweile auch, woran es liegt. Ich habe nämlich vorher immer den zum Schluss kommt restriktiver Bereich, habe ich immer weggedrückt, beziehungsweise mich gefreut, das war der Fehler, das darf ich nicht tun. Musste dann am Wachsam drücken, und dann funktioniert das. Benötigt haben wir 2743. Ich würde sagen, das geht noch. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, macht immer gar nichts. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, schönen Samstag. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spieters. Macht's gut, haut rein. Ciao, servus und tschüss.